Und schon sind wir wieder da. Ich vertraue mal meiner Spracherkennung. Gehe direkt nach Grafton. Du. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Du bist ein... Wo bist du? Bist du hier? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich das lokale Push-to-Talk. Egal. Hauptsache es geht. So. Eine Tuschenlumpe. Ja. In dem Häusern. Kommt dir sehr gelegen. Du bist Richard White. Ich finde nur Männer. Ich finde die Frauen. Geister trotzdem noch cooler. Ja, momentan passiert nicht so viel. Er macht seit langer Zeit fix dann noch sehr viel. Richard White, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, Richard. Richard? Richard White. Bist du hier? Tu etwas. Tu etwas. Öffne die Tür. Ungefähr so. Klingele mit dem Telefon. Hallo, Sicherung. Tu etwas. Hast du was gehört? Richard White. Tu etwas. Tu etwas. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Na gut. Ups, das freut mich. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich hoffe nicht schon wieder der Raum ganz da hinten, der ist öde. Irgendwo habe ich was gehört. Gib mir ein Zeichen. Da ist ein Lichtschalter irgendwo umgelegt. Wo bist du? Okay, I like. Ja. Dankeschön. Die Sicherung war unten. Hat die Sicherung ausgemacht. Dann machen wir sie doch nochmal an. So, vielleicht. Schwierigkeitsstufe gar nicht mehr gewöhnt. Das Krasse ist, ich stelle mir gerade vor, ich sitze jetzt hier in meiner Wohnung, wie ich das so öfters mache, und spiele dieses Spiel, was ich auch schon oft gemacht habe. Es ist mittlerweile dunkel. Das habe ich auch schon sehr oft gemacht. Und so ein bisschen stelle ich mir vor, wenn jetzt so ein Geist plötzlich hinter mir auftaucht. Das wäre echt creepy. Also natürlich wäre das creepy, weil Geister und so, ne? Das ist ja irgendwie eine der wahrscheinlich antrainierten Urängste. Und dann sieht man so plötzlich die Hände so. Ich habe natürlich keinen Grund zu glauben, dass das passiert, aber Geister-Event, das ist gut. Dann kann ich noch eine Aufgabe mehr machen. Ja. Ich habe schon mal die Geisterbox.
Ich habe keine. Keine Gefriertemperaturen bisher. Den Bart hatte ich lange nicht mehr. So. Ich komme gleich wieder. Ah, das ist mal angenehm. Das ist einer der nahen Räume in dem Haus hier. Gut. Ja, bleibt da schon nicht mehr viel übrig. Haben wir noch einen Orb? Das wäre super. Wenn ich gucke, Kaffee. Nicht so, aber wir haben noch andere Winkel zur Verfügung. Da links ist ja, glaube ich, irgendwo die Toilette, dann kann ich es genau in die andere Richtung halten. Kann das sein, wie so aus, käme es von oben runter oder hast du es aus dem Regal geschmissen? Da ist der Orb! Nice! Da links war der oben in der Ecke recht gut sichtbar, aber halt, ich habe nur einen schlechten Ausschnitt von dem Teil. Komm, ja, jetzt sieht man ihn. Noch einmal, also da oben links in der Ecke ist er. Na komm. Na komm. Na komm. Ja, na gut. Dann haben wir die Geisterbox und einen Orb. Poltergeist Gin mehr. Poltergeist wäre, glaube ich, Fingerabdrücke. Gin ist EMF. Mehr sind Gefrier. Das heißt, EMF, Gefrier und die Taschenlampe hier. Was echt praktisch ist, ist, dass er die Taschenlampe für die UV-Lampe mittlerweile auch automatisch ausmacht. Das ist super. Gut. Es könnte ein Poltergeist sein. Das passt zu den Sachen, die er so rumschmeißt. Gefriertemperatur, dann bist du ein Meer. Gerade die Bällchen gesehen. So. Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Wirf etwas. Wirf etwas. Jetzt ganz schön lange. So, ich wollte noch hier unbedingt das Dingens haben. So, jetzt müsste ich Geist zweimal haben. Geist-Geist-Interaktion. Sehr schön. Und, hallo. Und jetzt war noch der Knochen irgendwo unten, dann kann ich schon wieder fahren. Bin gerade nicht mehr ganz sicher, wo der war. Ich glaube, da hinten im Raum. Oder war es in dem Raum? Nee, in dem Raum war das nicht. Ich bin mir sicher, dass ich den schon gesehen hatte. Küche. Der Knochen war in der Küche. Mitten auf dem Boden, vor der Arbeitsfläche da. Ah, sag ich ja. Okay. Wie schön, wenn man sich manchmal doch noch an Dinge wieder erinnert. Joa, dann, Geister-Event, ne? Geist ist erschienen, das zählt. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe alle Fotos verbraucht. Ja, cool. So. Ist das so süß? Gott, ja, Knochen, das ist gut. Gefriertemperaturen, mehr und tschüss. 85.
wir den Ort nochmal ganz schwach da oben links. Nackt. Bisher kann ich sehr zufrieden sein. 65, dann habe ich jetzt nochmal Stufe 2. Und es geht natürlich direkt weiter auf der Suche nach noch mehr Geld. Also sehen wir uns gleich bei Folge 3 wieder. Ciao.